Eco-Tanks ist, es ist ein sehr etabliertes Klettergebiet. Es gibt einen Führer, man fährt dahin. Man kann da quasi einfach einsteigen, worauf man Lust hat. Es gibt sehr viele Boulder unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade auf sehr engem Raum beieinander. Die Art der Kletterei ist wirklich lässig, finde ich. Es ist sehr kraftvoll, sehr dynamisch. Es sind viele Sprünge, es sind kleine Griffe, also man kann mit Kraft sehr viel machen. Ja, wenn ich bouldern gehe, dann hängt es irgendwie ganz davon ab, mit wem ich bouldern gehe, was für Zeit im Jahr es ist oder was für Vorstellungen ich generell von so einem Trip habe. Also wenn wir jetzt einmal in Mazedonien klettern, geht es mir darum, möglichst viele neue Sachen zu klettern und irgendwas Neues zu erschließen. Wenn ich in einem bekannten Gebiet bin wie in Hueco, dann ist es für mich irgendwie lässig, wenn ich die Klassiker oder die lässigsten Boulder mehr raussuchen kann. Und die Motivation beim Klettern in bekannten Gebieten kommt daher, dass ich einfach irgendwie lässige Sachen machen will, ganz unabhängig vom Schwierigkeitsgrad. Vor einigen Jahren schon mal in Hueco zum Klettern und es waren ein paar Boulder, die mir da besonders ins Auge gestochen sind, die wir damals nicht klettern haben können, sei es, dass wir keine Zeit gehabt haben oder dass sie mir zu schwer waren. Und zwei dieser Boulder sind zum einen Nagual 8B oder Slashface und das sind auch die Klassiker, finde ich, von Hueco in diesem Schwierigkeitsgrad, vielleicht auch die bekanntesten aus der Gegend. Und ich wollte viel klettern in Hueco, viel verschiedene Sachen, aber diese zwei Boulder wollte ich unbedingt machen. Und es war dann wirklich lässig, dass mir das auch beides gelungen ist. Alle, alle, come on! Alle! Alle, klick! Alle, alle! Alle, alle! Alle, alle! Alle, alle! Alle, come on! King, King, alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, King! Come on! Der Slashface fängt typisch in einem Hueco an eigentlich, so an der Kante von Hueco und klettert dann in einen, so einen Riss rein, also in diesen Slash. Und den muss man rüber traversieren, es sind eigentlich ganz gute Griffe, aber keine Dritte.